Neun. Ja. Nein, Quatsch. Es ist keine richtige neue Folge, sondern nur ein kleines Infovideo. Und zwar, weil die richtige Folge leider nicht aufnehmbar war. Das heißt, das hier ist nur die Info, wenn ihr das sehen wollt. Guckt mal bei dem guten Paragon vorbei. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Sobald ihr das hochgeladen habt, könnt ihr euch das hier ansehen. Das sind übrigens die Thornlands und die Highlands. Hier ist noch nichts drauf. Falls in einer neueren Version von Twilight hier schon was ist, sorry. Könnt ihr nicht sehen. Und hier oben haben wir noch die Insel erkundet. Hier sind schöne Riesen. Wie gesagt, das seht ihr alles dann beim Paragon im Video. Aber da ich jetzt nicht nur hier das kurz zeigen wollte und nur ein Mini-Mini-Video machen wollte, teleportieren wir uns mal zurück. Bum, bum, bum. Gehen auch wieder aus der Welt raus, wenn ich mal komme. Das nicht so ruckelt. Denn das ist auch gleichzeitig Abschied, nicht nur von Twilight auch, sondern auch von diesem Server. Und die Map. Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, die Map ist nicht so ganz korrekt da oben. Ja. Ah, jetzt hat's es. Muss mich bewegen. Auch lustig. Na gut. Deswegen wollte ich hier nochmal ganz kurz einen kleinen Rundflug machen. Dauert nicht lange. Hier haben wir noch das Gebiet vom Karagorn. Hier ist sein Haus, das er nie fertiggestellt hat. Ach, das war noch Zeit, wo er angefangen zu bauen. Wo wir hier ganz von frisch angefangen haben. Aber die können wir nochmal gucken. Hier, die Eiskönigin, der Kopf fängt hier. Yeah. Dann fliegen wir mal kurz bei der Maddie vorbei. Was die so alles Schönes hat hier. Oh, cool. Schöne Türen hat sie gehabt. Bald ist das alles nicht mehr da. Hier könnte man rausgucken. Kann man noch rausfliegen? Ja, wir passen durch. Ich glaube, unten war noch irgendwas, aber gucken wir uns nicht an. Dann fliegen wir nochmal hier kurz rum. Mein Haus ist nur halb geladen. Ach, jetzt. Hier mal kurz rein. Hier die schönen Türen. Ich glaube, dass ihr die schon kennt. Hier ist noch so schöne, tolle Gästezimmer gehabt. Yeah. Ist doch schön. Finde auch die automatischen Türen toll. Oh. Können wir uns mal kurz die Rüstung ausziehen? Nein. Können wir nicht. Können wir nicht. Oh Gott, kann ich auch irgendwas? Ist ja gut, meine Fresse. Dumm, die dumm. Erstmal die Rüstung, also ein bisschen schneller. Nehmen wir das Energie- und Lagersystem. Ja, richtig. Das Energiesystem fürs Lager und das Lagersystem halt. Toll, toll. Achso, ein Dach gab es ja auch noch, aber ich glaube, da ist nichts. Da habe ich nichts aufgebaut. Ne, das Dach ist leer. Dann das Nether-Tor. Da haben wir gar nichts gebaut im Nether, glaube ich. Das hier, ja, das entwickelt sich irgendwie nicht weiter. Das Tainted, also. Ich weiß nicht, also das Tainted-Gebiet ist absolut gar keine Gefahr. Das. Ich ja so schleichend voran. Hier mein tolles XP-System. Brauche nicht viel zu erklären, oder? Monster da drin. Monster werden getötet. Von den Grindern. Essenz kommt da rein. Geht dann unten rein, wird eine Flasche gefüllt. Fertig. Ach, jetzt habe ich das auf Minus gestellt. Ich würde noch mal einen nach oben. Hier wollte ich, glaube ich, irgendein. Na, genau, hier ist das Monster-Farm-Ding. Also, wenn man Monster töten musste für ihr Zeug. Deswegen steckt auch das Schwert hier drin. Und dann auf dem Dach. Und hier ist das Energie-System. Super. Fliegen wir mal weiter. So. Dann haben wir hier die schöne Pyramide, da ist nichts drin. Hier hatte ich angefangen, ein Häuschen zu bauen. Das kennt ihr noch nicht. Ist auch nicht fertig geworden. So, fliegen wir weg.
Hier haben wir dann unser Monster. Belustigungs. Unser Monster-Zoo. Sagen wir mal so. Der Monster-Belustigungs-Zoo. So. Und hier dann das kleine Dorf, was ich noch gebaut habe. Yeah. Auch schön. Und falls der Waypoint noch drin ist, hätte noch. Nein, ist er nicht. Dann zeige ich das nicht. Ich hatte noch woanders was angefangen zu bauen, das aber auch nicht viel vorhanden, deswegen. Das lohnt auch gar nicht zu zeigen. Gut. Die Welt wollte ich nur noch mal ganz kurz zeigen, bevor sie dann hinfort ist und wir nicht mehr hier weitermachen. Denn wir starten mit einem neuen Modpack. Deswegen gehe ich auch mal wieder zu unserem Anfang zurück. Da hat man noch Zeit, wo wir hier angefangen haben. Mit einem neuen Modpack. Und was es daran geben wird, das wird euch sicherlich der Paragon im Detail zeigen. Schätze ich mal, falls ihr ein Video dazu macht. Aber ansonsten seht ihr das auch in dem folgenden Let's Play dann. Also, wie gesagt, für die restliche Twilight-Folge guckt nochmal bei Paragon. Unten verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Und zwar im nächsten Let's Play. Bis dann.